herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS 19 aus der Gemeinde Radeold. Gerade fertig mit Misten. Wir haben ja jetzt, ich glaube, zwei Folgen kamen nicht, weil es einfach zeitlich nicht gepasst hat, die aufzunehmen. Und deswegen, jetzt muss ich kurz überlegen, ich glaube in die Richtung. Und deswegen sind wir jetzt gerade fertig geworden mit Misten. Entschuldigung. Bisschen deine Front zerkratzt, aber passt schon. Und bin jetzt auf dem Weg zurück zum Hof. Ich werde den Miststreuer jetzt abstellen, hoffentlich, und werde dann Mais legen. Ja, dass wir mal Mais im Boot bekommen. Und dann müsste ich eigentlich noch das Güllefass hier hinter den spannen. Man müsste eigentlich noch Gülle fahren, auf dem Kartoffelacker nicht, aber auf dem Getreideacker daneben und auf allen anderen Äckern, die so anstehen. Also eigentlich noch ein bisschen Arbeit vor uns. Erstmal die Miststreuer jetzt weg und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze verhält. Ja. Wäre man richtig rum reingefahren, würde man sich das Wenden sparen, ne? Könnte sich fast schon reimen. So. Mal gucken, dass wir den da wieder reinbekommen. Also erstmal am Anhänger vorbei. Ich sag's immer wieder und trotzdem wird's beim nächsten Mal genau wieder so sein. Der Hopper steht echt im Weg hier. Aber irgendwie vergesse ich jedes Mal, nachdem ich den Anhänger dann da reingewuppt habe, ihn wegzunehmen. Ist irgendwie. Und ich werde es diesmal auch wieder vergessen. Ja, definitiv. So. Ah, so passt das. Nee, was? Hä? Das ergibt jetzt keinen Sinn. Vielleicht fahren wir einfach noch mal ein bisschen weiter so und drücken ihn dann um eine Kurve. Ja, wie Sie sehen Sie mal wieder nichts in den Außenspiegeln, ne? Ich krieg das noch hin. Ich krieg die Kurve und gleich regt es mich so auf, dass ich den Anhänger doch wegnehme. Pass auf. Fehlt ihm ein Millimeter? Wieder zu spät, ne? Ja. Ihr habt's gleich. Ich meine, das Problem mit den Anhängern und Einparken, ne? Stell dir vor, es wäre ein Drehschemel, wäre bestimmt auch lustig. hier den ganzen Part damit verbringen, mit dem Drehschemel rückwärts hier rein zu. Alter. Gut. Boah. Da haben wir noch einen halben Meter. Da nicht. Wir stehen auch sowas von beschissen da. Nee, nein. Nee. Oh Gott sei Dank. Das Problem, wenn du gegen den Agridumper da vorne läufst, habe ich schon öfter mal gehabt. Dass du quasi festbackst. Ist auch ganz toll. So, lass uns mal gucken, dass wir den hier. Hast schon. So, nur aber. Ja. Da. Ich hab den da auch rausbekommen. Da muss ich den doch. Dort auch wieder reinbekommen, oder? Hast du eine Anhängerkupplung? Bestimmt. Jo. Hast
erzählen hier, du. Da liegt da eigentlich noch für Holzreste rum. Aber fahr nochmal drüber. Man fährt sich fest. Ist irgendwann mal dein Bogen verschwunden. Jetzt kann. Doch, kann er. Gut. Ist ja. Wo steht die? Wo steht die jetzt hin? Man weiß es nicht. Irgendwo wollte er den hinstellen, aber weiß es jetzt auch nicht mehr, ne? Gott, der ist ganz schön groß, der Anhänger. Entweder ist der Anhänger so riesig oder das Ding hier ist einfach zu klein, in dem ich gerade sitze. Eins von beiden, ich weiß es noch nicht. Wenn ich den... Ich weiß, die Experimente, mit denen wir fahren um die Kurve, ne? Guck mal, ich habe den perfekten... perfekten Platz für den gefunden. Haben wir die Maislegemaschine noch am Händler? Wenn nicht, habe ich kein Problem. Naja, gut, erstmal die beiden Anhänger. Eins nach dem nächsten. Wir können nicht alle Probleme gleichzeitig klären. So. Müsste passen. Ich bin immer noch ein bisschen ungewohnt im Umgang mit dem hier. Dass der so die Kabine so nach hinten rauslupft. So ein bisschen. Also ein kleines bisschen unangenehm. So. Also. Nö, der passt. Ich hätte ihn sogar ein bisschen weiter hinten hinstellen können, ne? Nö, das Tor geht zu. Da passt. Ja, perfekt. Ja, man hätte, aber jetzt kann ich hier mit dem kleinen Wand komme ich hier nur durch. Das passt. So. Habe ich euch gesagt? Ich habe euch gesagt, das wird mich so lange nerven, bis ich, ne? Bis ich den Anhänger da wegnehme. Jetzt aber. Achso, bevor ich das jetzt hier vergesse, ne, während ich jetzt hier so ganz loggerfloggig das Ganze rückwärts hier reinbringe. Diese Woche habe ich Spätschicht. Das bedeutet also, Streamzeiten sind morgens von 9 bis 11, also quasi wieder Guten Morgen Stream für die Leute, die Zeit haben. Ich meine, im Moment ist ja Schule wieder überall präsent, ne? Und für die Leute, die Zeit haben, sehr gerne. Schaltet sehr gerne ein. Würde mich mega drüber freuen. Und dann für euch, ich meine, wir haben es ja jetzt hier, ne, wenn das rauskommt, kurz nach 12, heute Nachmittag um 16 Uhr. Ja, um 16 Uhr kommt ein, ich darf gar nicht neues Projekt sagen, weil es ist eigentlich nicht neu, kommt ein neues altes Projekt auf dem Kanal, auch aus dem LS. Schaut gerne mal rein, lohnt sich auf jeden Fall. Also wie gesagt, 16 Uhr. Oder wenn ihr später schaut, kam um 16 Uhr, müsst ihr mal gucken. Lohnt sich. Könnt ihr gerne auch dann drunter schreiben, wie ihr das Ganze fandet. War gespannt. So, das nur mal kurz am Rande. Jetzt ist das unsere Legemaschine für Mais, ne? Würde ich mal behaupten. Ja, das ist unsere Legemaschine für Mais. Dann nehmen wir die doch mal mit. Gucken wir mal, dass das... Okay. Dass das Ganze klappt. So. Muss ich die noch lupfen? Nö. Gut. So, was haben wir da eigentlich noch stehen? Die Gruppe haben wir noch stehen. Das Güllefass, okay. Muss ich dann von hier abholen, okay. Den, achso, den. Das Biwerk fürs Frischgras für die Schafe. Da muss ich jetzt demnächst auch mal gucken, sobald ich die Grassilage drin habe. Ey.
Sorry, mein Fehler, hab dich voll nicht gesehen. Ist auch voll mit Absicht gewesen. So. Wenn wir die Grassilage drin haben, also den ersten Grasschnitt gemacht haben, wir haben ja jetzt im späten Frühling. Also eigentlich müssen wir den jetzt machen. Sobald der erledigt ist, also sobald wir jetzt Gülle gefahren haben und hier mit der Aussaat vom Mais fertig sind, werden wir uns an den Schnitt machen. Und dann können wir quasi uns an die Schafe machen. Dann können wir quasi schon mal Schafe besorgen und den Schaf, die Schafweide voll machen. Ist dann schon mal die erste Einnahmequelle. Die Schafe kommen ja dann später dazu. So, lass mich mal kurz hier gucken, dass wir hier... Jo, passt. So kommen wir doch genau da lang, wo ich langkommen möchte. Passt. So, hat der eigentlich... theoretisch hat er Düngefunktion. Ist aber egal, brauche ich nicht. Oh, nach Fahrt, weil wir haben ja, glaube ich... wir haben durch den Mist... Haben wir jetzt schon die zweite... Also sind wir jetzt schon voll gedüngt oder müssen wir noch... Ja, gucken gleich mal. Ja, da fahre ich lieber hinterher nochmal mit dem Güllefass drüber. Hier auf der Rade will ich das Ganze ja so ein bisschen unter Kontrolle halten. Ja, auf der Norddeich gehe ich auch mal der Spritze bei. Aber hier auf der Rade will ich mal gucken, dass ich mal so ein Lötten zumindest. Ne? Also wir wollen jetzt hier nicht explizit Pio. Aber wenn wir können und die Möglichkeit haben und die Frucht noch nicht zu hoch ist, dann fahren wir mit dem Güllefass rein. Ja, wenn die Frucht jetzt zu hoch gewachsen ist, ich habe es gerade am Weizenfeld gesehen, da ist dann doch schon ein Becken hoch. Da fahre ich jetzt nicht unbedingt mehr mit dem Güllefass rein. Ja, wenn ich da noch was machen muss, kann ich da mal mit der Spritze reinfahren. Da ist ja kein Bioprojekt an sich. Nur ich mag irgendwie Mist und Gülle ausbringen, eher als mit dem Streuer die ganze Zeit durch die Gegend zu fahren. Oh. Boah, da hat er Headed. Hätte mal reinfahren können, ne? Beziehungsweise reingemusst. So. Wo fahre ich denn jetzt mal mit dir hin? Ich glaube, ich mache das so bei dir wie mit dem Streuer und fange da hinten an. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Du musst da hin. Ja, heißt, ich fahre mit dir hier so. Zieh dann mit dir hier rum. Ja, das erste Mal. Ich habe mit der Querne Land noch nie gearbeitet. Mit der Querne Land, so rum. Ups. Auch mal für mich spannend. Es kann ja wahrscheinlich auch noch den kleineren Schlepper nehmen können, ne? Und nicht unbedingt hier den 8530. Aber wenn wir jetzt schon mal hier mit dem I gerade unterwegs sind, macht das Sinn, dass wir damit jetzt auch noch hier... So, jetzt lassen wir mal gucken. Geh mal kurz auf der Außenansicht. Also, wir können ja garantiert, genau, wir klappen den Reifen hoch, wir klappen die Seiten ein und wir könnten jetzt hier quasi, genau, okay. Eine schöne Arbeitsbreite, ne, die der da jetzt an den Tag legt. Aber der ist aber ganz schön am Wippen, ne. Ein bisschen Kraft drauf. Ich glaube, es war doch ganz gut, dass wir den 8530 genommen haben. Der 7920 hätte das vielleicht noch hingekriegt. Aber sonst ist der hier schon ein Lüttenschlag am Wackeln. So. Ja, das macht Sinn. Ich wollte eigentlich die Taste drücken. Lass mal kurz hier reinkommen. Hey, Moment. Du kannst gerne immer aktiv bleiben. Sieht gut aus. So, gucken wir mal, dass wir den Mais in den Boden bringen. Ist ja dann quasi unser CCM, unter anderem für die Schweine. Wird auf jeden Fall ordentlich was an CCM zusammenkommen, wenn ich mir die Fläche des Feldes anschaue. Also da werden wir, denke ich,
denke ich mal, einiges an CCM kriegen. Warum auch immer der Tempomat rausgeflogen ist. Ich fahre jetzt straight die Linie durch und werde dann erstmal hier diesen Ausläufer machen, weil danach geht das Feld quasi quer. Und ja gut, dieses kleine Stückchen hier am Rand ziehe ich auch noch nach, weil ansonsten bin ich jetzt hinten die ganze Zeit kreuz und quer am Fahren. Und ist jetzt auch nicht unbedingt so meins, ne, sag ich jetzt mal. So. Aber so denke ich mal, passt das eigentlich ganz gut. Oder sollte zumindest passen, sagen wir es mal so. Ja, dieses kleine Stückchen da, das ziehen wir nach, das passt schon. Dann haben wir tatsächlich, nach dem Feld haben wir alles im Boden. Wenn ich krass gemacht habe, weil wir ja, ich glaube, 3 Schläge haben, die wir mähen müssen. Und einen davon haben wir nur vorbereitet, also quasi mit Gülle versehen. Die anderen beiden Schläge sind noch nicht so weit. Die haben wir quasi beim letzten Grünland bearbeiten, haben wir die eigentlich mehr oder weniger liegen lassen. Und haben uns ja jetzt mehr oder weniger erst dafür entschieden, das Grünland dann am ersten Schnitt zu machen. Deswegen. So. Haben wir natürlich vorher gar nicht geguckt, wie die Bogenbeschaffenheit aussieht. Ne? Ob wir jetzt gleich hier auch nochmal raufen müssen oder nicht. Da habe ich natürlich jetzt nicht geschaut. Hätte ich mal gucken sollen. Mist. Fällt mir jetzt gerade auf, ich wollte ja kommen. Nur wenn ich jetzt rausspringe und lassen wir das. Warte jetzt erstmal hier. Jetzt ist es eh zu spät. Hab die erste Bahn schon gefahren. Ja, vielleicht hätte man noch, wenn es jetzt nur ganz geringe Menge gewesen wäre, die an Dünger noch fehlt, hätte man das mit Mineraldünger auffüllen können. Dazu hätte ich aber am Anfang gucken müssen. Wenn ich jetzt gucke, bringt es mir nichts, weil ich habe ja schon eine Bahn ausgesät und die würde ja dann quasi fehlen. Grau hier ausgesät, sind die Vögel drauf, ne? Auch geil. Und deswegen, da kann ich jetzt auch gleich hinterher gucken, wenn ich durch bin. Bringt uns nichts. Macht sonst keinen Sinn. Wir haben schon einige Bahnen, die der hier lang zieht, ne? Von der Fläche her. Natürlich. Irgendwo eine Füllstandsanzeige. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken nach der Bahn, wie viel noch. Doch, da muss eine Füllstandsanzeige sein, oder? Ja, mal gucken. So. Siehst du die Bahn auch wirklich nicht passt. Läuft doch wie am Schnürchen hier. Das ist ja eine schöne Arbeitsbreite, ne? So 9 Meter auf der Querne lang. Das ist, ich finde das angenehm. Aus dem DLC raus hier die Saatmaschine. Mir gefällt's. Damit lässt sich ordentlich was erreichen. Wenn man jetzt überlegt, wie breit wir hier schon sind. Doch. Da kann man ein paar Meter mitmachen. Vor allem passt die auch gut hinter dem 8530, finde ich. Sieht jetzt irgendwie nicht so aus, als wäre die zu klein dafür. Gut, liebe Leute, ich würde aber sagen, ihr macht das Feld hier soweit fertig. Und für euch soll es das für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, einen Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Nacht, schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze anschaut. Und sage, bis zum nächsten Mal.